Hey ho, meine Lieben, heute gibt's was, ja, eigentlich ganz einfaches zum Essen. Wir machen heute einfach Bratwürste, die werden wir in der Grillpfanne rausbrutzeln. Dazu gibt's Sauerkraut und Kartoffelpü. Ja, den Vorschlag hatte Doris vorgestern gemacht. Und ja, wo ich mit dem Mann beim Einkaufen war, habe ich gesagt, das nehmen wir jetzt einfach mit und machen wir das am Sonntag. Genau. Ja, ist das, Doris, ist das irgendwie Pfälzeressen oder so, weil das von dir kam? Ja, eigentlich schon. Ja, also ich kenne es zwar auch so, aber bisschen mitfilmen, bisschen Cam draufhalten und ja, das war es dann schon mit dem Video heute. Also jetzt sind sie fleißig am Kartoffeln schälen und klein schnibbeln. Alles Weitere schauen wir dann einfach zu, drüben in der kleinen, aber feinen Küche, wo ja die Cam schon hinleuchtet. Kartoffeln einfach wieder vorkochen, Sauerkraut in den Topf rein. Was haut ihr in das Sauerkraut noch alles rein? Eine Zwiebel. Ja. Wacholderbeeren. Ja. Lorbeer. Okay. Etwas Brühe. Okay. Bisschen Zucker, dass es nicht so tierisch sauer ist. Ja. Das ist dann das Geheimnis von dem Sauerkraut hier schon. Und ein bisschen Senf zum, schmeckt nämlich auch sehr lecker. Ah ja, okay. Dann lass ich euch hier mal weitermachen. Würstchen braten wir ja dann ziemlich zum Schluss raus. Genau. Jo, hier werden jetzt die Kartoffeln gestampft. Oh, gib's mir, gib's den Kartoffeln. Dann haben wir hier originale Thüringer Rostbratwurst. Wird wahrscheinlich nicht so schmecken, weil sie nicht aus Thüringen kommen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber lecker sind sie auch, habe ich ja schon mal gehabt. Dann haben wir hier grobe Bratwurst und noch Rostbratwürstel. Tja, und die schmeiße ich jetzt einfach hier in die Pfanne rein. Ganz einfach die Grillpfanne. Und fertig haben wir nachher unser heutiges Essen. Ja. Sauerkraut. Ist das Sauerkraut schon fertig? Ja. Gut. Und da passen viele Würstchen rein. Und so brutzeln wir die raus und nachher dann eigentlich bloß noch das Probierwelle auf dem Teller, wenn die Würstchen fertig sind. So, soweit alles eigentlich fertig. Bis auf die Rostbratwürste, die brauchen noch einen kleinen Augenblick, aber die anderen sind soweit fertig. Tun wir gleich einmal raus. Eine zu mir auf dem Teller. Und genauso wie von denen dann. Ja, und wie gesagt, die brauchen noch einen Augenblick. Ich bestücke meinen Teller jetzt mit dem Sauerkraut und Kartoffelpü. Ja, schneide mir die Würstchen ein bisschen kleiner. Kriegst ein Probiererle. Und die ist auch schon fertig. Und dann gibt es Probiererle und dann sind wir auch schon fertig. Tja, so sieht mein Tellerchen aus, bevor ich meine Würstchen geschnibbelt habe. Und die schneide ich mir jetzt eben fürs Probiererle schnell auf. Und jetzt wollen wir die ganzen Würstle mal probieren. Die Original Thüringer Rostbratwürste, aber Original Thüringer schmecken die definitiv nicht. So, dann die normale Rostbratwurst oder nee, grobe Bratwurst. Und das Rostbratwürste. Also schmecken tun die Würste auf alle Fälle. Kann man gut essen, auch aus der Pfanne. Im Grill wäre man natürlich lieber gewesen.
Kartoffelpü sehr gut gemacht. Wunderbar. Also Sauerkraut ist gar nicht mal schlecht. Das ist sogar geil, würde ich sagen. Ich habe vorher mal aus dem Topf probiert. Da habe ich gesagt, schmeckt irgendwie anders, als ich es gewohnt bin. Aber eigentlich schmeckt es richtig gut. Schmeckt sogar sehr gut. Hast du wirklich gut gemacht. Das ist schön. Also definitiv Sauerkraut immer so machen. Sauerkraut-Test bestanden. Ja. Ich gehe essen, Leute. Ich jetzt gerade in diesem Augenblick beim Videoschneiden hock so dran, seht die Pfälzis und so wieder vor diesem Schild und ihr habt es wieder nicht unterschrieben. Hier, wer mich besuchen kommt, unterschreiben und auch alle anderen, wo mich besuchen kommen, wo hier was machen, Alex, unterschreiben. Mhm. Also, denkt nächstes Mal selber dran, weil ich vergesse es immer wieder. Aber jetzt gehe ich wieder rüber zum Video weiterschneiden. So Leute, Manfred ins Bild kommen. Ja, vier Leute vor der Cam. Fazit, genau. Ein leckeres Essen heute, ganz einfach. Ich würde es aber nicht als typisches Pfälzer Gericht bezeichnen, sondern als allgemein typisch deutsches Gericht. Ob es jetzt mit Salzkartoffeln oder mit Kartoffelpü ist, ist wurscht. Dazu kann man auch Sauerkraut nachgoogeln und in Wikipedia nachschauen. Da steht es auch drin, dass das eigentlich so, wie wir es gehabt haben, ein typisch deutsches Gericht ist. Und die Würstle, die waren vom Kaufland. Kaufland, ja. Einwandfrei, lecker, ja. Auch in der Pfanne. Wie gesagt, grillen wären wir lieber gewesen, uns allen wahrscheinlich. Vom Wetter her war es nicht machbar. Ja. Und vom Wind her schon gar nicht. Das stimmt, ja. Ja. In dem Sinne, ich danke euch, dass ihr da wart. Morgen werden wir wahrscheinlich nicht mehr zum Video machen kommen. Nö, denke ich auch nicht. Tja, und wenn es trotzdem gefallen hat, das kurze Video dieses Mal, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, wer es noch nicht hat, wer mich deabonniert hat, darf mich natürlich gerne wieder abonnieren. Und ja, in dem Sinne, sag mal, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.